Heute gibt es einen weiteren Teil zum Thema ISG-Blockade und wir besprechen den heiligen Gral der Biomechanik, den wichtigsten Stabilisator eures Beckens und somit auch eures ISGs, den Musculus transversus abdominis. Unbedingt anschauen. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer und im heutigen Video geht es mal wieder um das Thema ISG-Blockade. Und wir kommen zu einem der wichtigsten Muskeln überhaupt, dem Musculus transversus abdominis. Das hat mich gerade zum letzten Video zum Thema ISG-Blockade und warum das Schwachsinn ist, das ISG einzurenken, sehr, sehr viele Fragen erreicht. Luke, wie geht das mit dem TVA? Wie kann ich das unterscheiden, ob ich da jetzt einfach meine Bauchmuskulatur anspanne oder wirklich den Musculus transversus abdominis aktiviere? Und den Test, den ich euch jetzt zeige, den könnt ihr ganz einfach zu Hause machen. Das heißt, ihr legt euch, wie auch im letzten Video gezeigt, einmal flach auf den Boden. Ja? Und ich blende jetzt mal eine Grafik von eurem Rectus Abdominis aka Sixpack ein. Ja, da seht ihr diesen 8 bis 10 Muskelbäuche. Ja? Das ist eigentlich ein Muskelstrang. Und der zieht das Becken zum Brustkorb, beziehungsweise euren Brustkorb zum Becken. Ja? Oder, wenn es halt hart auf hart kommt, ein Sit-Up macht er. Ja? Eine Flexion, eine Beugung eurer Brustwirbelsäule. So. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, dann machen diese beiden Muskeln, also der Sixpack, wenn ich den anspanne, dann springt der raus. Na, das sieht man, mein Bauch wird dick, weil sich diese Sehne hier, die Linea alba, anspannt, wie so eine Bogensehne. Und wenn ich den TVA anspanne, dann zieht mein Bauchnabel zum Boden. Und genau das würde ich mir auch vorstellen, ja? Weil ihr seht, okay, ich habe jetzt auf einmal eine Kuhle. Ja? Ihr könnt hier mal seitlich reinfassen, ihr werdet dann auch merken, okay, ich komme hier tief rein und erst ganz tief unter dem Speck ist der TVA angespannt. Und wenn ich jetzt, ich mache es nochmal vor, den Sixpack anspanne, dann spannt der Bauch wieder raus. Kann man das sehen auf Kamera bestimmt, oder? Mhm. Also nochmal, TVA, Sixpack. Ja, so. Und den Sixpack, den möchte ich aus verschiedensten Gründen gar nicht trainieren. Schon gar nicht im Kontext einer ISG-Blockade, sondern den wichtigsten Stabilisator, den TVA. Und diese Ansprache, die ich jetzt mache, ja, ihr müsst euch wirklich vorstellen, den Bauchnabel so weit es geht Richtung Boden zu ziehen, die verstärke ich, indem ich die Brustatmung hinzunehme. Ja, das heißt, ich bin ja jetzt hier unten eng. Das heißt, wenn ich jetzt in den Bauch atmen würde, dann muss ich dazu den TVA loslassen. Möchte ich ja nicht, ich möchte den trainieren. Das heißt, ich halte den eng und atme dann, halte den eng in die Brust. Ja, das werden viele von euch auch merken, oh, da geht ja gar nicht so viel, ich kann hier gar nicht tief einatmen. Ist auch völlig logisch, weil viele von euch einen komprimierten Brustkorb haben, ne, weil sie zum Beispiel eine verkürzte Brustmuskulatur haben, hier natürlich durch langes Sitzen. Ja, und dann beim Ausatmen über den Mund, Zunge ist locker, ziehe ich den Bauchnabel noch weiter rein, ohne den Sixpack, das wäre jetzt wieder falsch gewesen. Ne? Ich mache nochmal richtig. Ja, das heißt, übt das mal, das ist koordinativ gar nicht so einfach. Ne? Das heißt, fasst da auch hin, guckt in den Spiegel, dass ihr auch seht, dass der Bauchnabel innen bleibt. Weil anspannen und anstrengend ist beides, auch den Bauchnabel reinziehen, das ist eine tierische Kontraktion. So sollte das auch sein, dann merkt ihr, ihr macht das richtig. Ja, aber es wird halt vielen passieren, dass ihr zwischendurch wieder den Sixpack zuschaltet, immer noch denkt, ja, yeah, ich mache mega die schmale Taille, aber ihr habt halt in Wahrheit eure Zielmuskulatur nicht getroffen. Ja. Das heißt, hier ist wirklich wichtig, ja, mit euren Augen am Anfang zu arbeiten, ein Feedback-System zu haben in Form von einem Spiegel oder einer Kamera und dann diese koordinativen Abläufe zu klären. Das ist am Ende dann super, super einfach. So, zum Schluss ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig zu sagen, und zwar, es gibt nicht die eine Übung gegen ISG-Blockade. Bitte, ihr müsst verstehen,
Das Problem der ISG-Blockade, die Schmerzen im unteren Rücken, die sind nur die Spitze des Eisberges und sozusagen das Symptom für funktionelle Defizite, die euren ganzen Körper durchziehen. Ja, das heißt, wenn ihr auch jemand seid, der irgendwie merkt, oh, ich bin auch irgendwie in der Brustwirbelsäule verspannt, ich habe auch ab und zu mal Lumbalgie, also das heißt Schmerzen im unteren Rücken oder Nackenverspannung, bin nicht mehr so geschmeidig wie früher, dann sind das alles starke Hinweise darauf, dass eben euer Körper nicht mehr ganz optimal läuft. Ja, und das ist auch alles gar kein Problem, denn dafür sind wir hier auf dem Kanal. Dafür wird diese ISG-Reihe halt auch eine umfangreiche Videoreihe, denn wir besprechen nicht nur TVA-Aktivierung und lokal die Muskelgruppen, sondern wir werden in den nächsten Videos auch darauf eingehen, okay, wie stabilisiere ich das ISG, wie mobilisiere ich aber auch die Brustwirbelsäule, wie verbessere ich die Rotation, und dann werden wir damit auch am Ende in funktionelle Grundübungen reinskalieren. Ja, das heißt, wie trainiere ich denn mit gezielten Übungen, die tatsächlich auch Spaß machen, um langfristig eben meine ISG-Problematik zu beseitigen, beziehungsweise auch meinen Körper so aufzustellen, dass es gar nicht mehr zu Problemen kommt. Und tatsächlich ist der Schlüssel zu vielen Symptomatiken oft, haben die ein und dieselbe Ursache. Das heißt, ich hatte schon viele Kunden hier, die hatten sowohl eine ISG-Blockade als auch zum Beispiel Nackenverspannung, weil eben eine Muskelgruppe, eine Funktion im Körper nicht richtig funktioniert hat. Da möchte ich euch gerne aber auch weitergehend unterstützen, um mehr Aufmerksamkeit für diesen Ansatz zu schaffen. Deswegen schaut unbedingt mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr die 4 besten Übungen bei ISG-Blockade. Das Ganze ist ein kleiner Videokurs. Das Beste ist allerdings, ihr landet auch automatisch auf meinem Newsletter. Und dieser Newsletter, keine Angst, der besteht nicht aus Werbung, sondern ist eigentlich ein Trainingsplan. Das heißt, ich schicke euch da ein paar Tagen Abstand auf wöchentlicher Basis eure Übung zu, ja, und sag euch, okay, guckt mal hier, welche Übungen sind relevant, welche Übungen solltet ihr mal ausprobieren, und diese Übungen, die fungieren gleichzeitig auch oft als Assessment. Das heißt, es gibt da oft Übungen, wo ihr sagen werdet, ja, die funktioniert auf Anhieb, top, kann ich entweder in meinen Trainingsplan aufnehmen, kann ich aber auch rausschmeißen, oder ihr werdet halt merken, boah, das funktioniert überhaupt nicht, was der Luke mir da erzählt. Ich werde euch aber auch sagen, wenn es nicht funktioniert, was man dann weiter zu tun hat. Das Ganze, da in dem Videokurs findet ihr auch den Zugang zu einer Facebook-Community, ja, einer Facebook-Gruppe. Da könnt ihr kostenlos natürlich beitreten. Das ganze Programm ist kostenlos. Ich würde mich freuen, euch da auch begrüßen zu dürfen, denn dieses ganze Paket an kostenlosen Content, das ist die Vorschaureihe für das Medical Fitness System, was voraussichtlich Ende August erscheinen wird. Das heißt, da wartet ganz, ganz viel auf euch, ja, ein ganz, ganz großes Ding. Und zieht es euch rein, holt es euch, schaut euch diesen Ansatz mal an. Ich bin sicher, vielen von euch helfen zu können. Und wir sehen uns jetzt spätestens im Programm wieder oder im nächsten Video. Bis dahin, ciao!